Emil Wiechert, Geophysiker, 1897 bis 1928, Herzberger Landstraße 180. Auch Johann Emil Wiechert, geboren am 26. Dezember 1861 in Tilsit, Ostpreußen, gestorben am 19. März 1928 in Göttingen, war ein deutscher Physiker und Seismologe. Leben: Emil Wiechert war das einzige Kind des Tilsiter Kaufmanns Johann Wiechert und seiner Frau Emilie. Nach dem frühen Tod des Vaters wuchs er in Königsberg auf, besuchte dort das Realgymnasium und studierte nach dem Abitur 1881 an der Königsberger Universität Albertina Physik. 1889 wurde er bei Paul Volkmann 1856 bis 1938 promoviert und habilitierte sich bereits im folgenden Jahr für Physik. Seine Forschungen in Königsberg beschäftigten sich mit dem Aufbau der Materie, Experimenten mit Kathodenstrahlen und theoretischen Arbeiten zur Elektrizität. Wenig bekannt ist, dass ihm dabei eine der ersten Bestimmungen des Verhältnisses von Ladung zur Masse des Elektrons gelang. Er entdeckte etwa gleichzeitig mit Joseph John Thomson, der üblicherweise als Entdecker genannt wird und dafür den Nobelpreis erhielt, das Teilchen, das heute Elektron heißt. Im April 1896 hat er in einem Vortrag vor der Königsberger Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft auf die Existenz eines Partikels hingewiesen, dessen Masse wesentlich kleiner als die des Wasserstoffatoms sein müsse. Am 7. Januar 1897 berichtete er in einem Vortrag vor der gleichen Gesellschaft, er habe das Teilchen nachgewiesen und dessen Masse als etwa 2000 bis 4000 mal kleiner als die des Wasserstoffatoms experimentell bestimmt. Im September 1897 hat er einen genaueren Wert bekannt gegeben. Die Masse des Teilchens beträgt etwa 1/1500 plus minus 500 der Masse des Wasserstoffatoms. Heutiger Wert 1/1838. Thomsons Vortrag vor der Royal Society fand am 30. April 1897 statt. Nachdem Göttinger Physiker auf Emil Wiechert aufmerksam geworden waren, arbeitete er ab 1897 an der Universität Göttingen und erhielt dort im Jahr 1898 den Ruf auf den weltweit ersten Lehrstuhl für Geophysik. Nach Fertigstellung des neu errichteten Instituts für Geophysik auf dem Hainberg oberhalb von Göttingen begann Wiechert ab 1901 mit dem Aufbau der dort heute noch in Betrieb befindlichen Wiechertschen Erdbebenwarte. Die Konstruktion des luftgedämpften Wiechertschen Seismographen mit hoher Vergrößerung, der für Jahrzehnte das Vorbild für die meisten in der Erdbebenwarten der Welt eingesetzten Instrumente bleiben sollte, ermöglichte erstmals eine kontinuierliche Aufzeichnung der weltweiten Erdbebentätigkeit. Mit den von diesen Seismographen aufgezeichneten Diagrammen der Bodenbewegung wurden die Ausweitung der Erdbebenwellen und der Aufbau des Erdinneren erforscht. Daneben wurden erdmagnetische und luftelektrische Phänomene untersucht. Im Jahre 1902 wurde auf Wiecherts Betreiben auch ein geophysikalisches Observatorium auf Samoa gegründet, welches bis nach dem Ersten Weltkrieg von Göttingen aus betrieben wurde. Dahinter stand die Erkenntnis, dass die Beantwortung der großen Fragen der Geophysik ein weltweites Beobachtungsnetz erfordert. 1903 war Emil Wiechert einer der Gründer der Association Internationale de Seismologie, aus der die heutige International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior hervorgegangen ist.
Viele von Emil Wiecherts Göttinger Studenten sind später bedeutende Geophysiker geworden und haben Teilgebiete der Wissenschaft entsprechend vorangebracht. So beispielsweise Benno Gutenberg und Ludger Mintrop. Wiechert selber erhielt zahlreiche Ehrungen, stand in ständigem Austausch mit den führenden Physikern seiner Zeit wie Arnold Sommerfeld, Hendrik Antoon Lorentz, Albert Einstein, Max Planck und nahm regen Anteil an den rasanten Entwicklungen auf vielen Feldern der Physik, so auch auf der Entwicklung der Relativitätstheorie. Dies kam unter anderem in seinen Beiträgen zum Thema Äther in der Physik zum Ausdruck, worüber Wilfried Schröder eine Zusammenstellung brachte, der auch den Briefwechsel Sommerfeld-Wiechert und Lorentz-Wiechert veröffentlichte. Sein wichtigstes Arbeitsgebiet blieb jedoch die Seismologie, die er auf praktischem und theoretischem Gebiet ständig weiter vorantrieb. Folgerichtig gab er im Jahr 1922 den Anstoß zur Gründung der Deutschen Seismologischen Gesellschaft, zu deren ersten Vorsitzenden er in Leipzig gewählt wurde. 1924 ging daraus die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft hervor, die ihre höchste Auszeichnung für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Geophysik nach Emil Wiechert benannt hat. Mehrere Rufe auf renommierte Lehrstühle lehnte Emil Wiechert ab. 1908 hatte er Helene Ziebart, die Tochter eines bekannten Göttinger Juristen, geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Mit ihr und seiner Mutter lebte er zurückgezogen und sehr auf seine wissenschaftlichen Arbeiten konzentriert, die er bis unmittelbar vor seinem Tod 1928 im Alter von 66 Jahren unvermindert fortsetzte. Emil Wiechert wird auch international als der Gründungsvater des Fachgebiets Geophysik anerkannt. Noch heute gilt er als einer der bedeutendsten Seismologen Deutschlands, wenn nicht sogar weltweit. Das von ihm gegründete Seismologische Observatorium in Göttingen ist als Wissenschaftsdenkmal bis heute mit den historischen Instrumenten in Betrieb. Es ist die einzige Einrichtung, die den direkten Vergleich großer Erdbeben der Vergangenheit, wie beispielsweise San Francisco 1906, mit den heutigen Erdbeben ermöglicht. Nach Emil Wiechert ist ein Krater auf der Rückseite des Mondes benannt. Am 10. November 2011 brachte die Deutsche Post aus Anlass des 150. Geburtstags von Emil Wiechert eine Sonderbriefmarke wert 90 Cent heraus. Zitat: Ferne Kunde bringt dir der schwankende Fels. Deute die Zeichen. Emil Wiechert, 1902. Inschrift über dem Erdbebenhaus der Erdbebenwarte Göttingen.